Hallo! Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Gerichtskomisch. Richtig, hier riecht's heute wieder komisch. Jo. Warum? Wir kochen heute mit Ottmar Sittlau. Ich habe gerade, also viel ist schon, ich habe irgendwie zu viel Zucker heute zu mir genommen, bin so ein bisschen überdreht und Kaffee getrunken. Aber heute wird auf jeden Fall gut. Ich brauche das auch, weil wir machen heute 3 Rezepte unter 3 Minuten und das wird richtig krass, weil wir die selber noch nicht ausprobiert haben und sehr gespannt sind, ob das klappt. Fakt ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass die alle sehr lecker werden. Von der Idee her finde ich die schon ziemlich geil, die ich hatte. Was willst du? Ich wollte, dass du weiterredest, aber anscheinend... Ach so. Aber nicht nur das. Ich habe keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Aber das Ding ist, dass viele Leute immer sagen, so vegan, voll kompliziert. Nein! Nein! Computer sagt nein. Heute zeigen wir euch nämlich, wie in 3 Minuten richtig schön Gourmet-Essen für die ganze Familie und vielleicht auch für die Haustiere und für alle Tiere, die da draußen so leben, zubereiten könnt. 3! Alter. Also, lass uns nicht weiter hier, ne? Let's go! Ganz wichtig, Leute, es wäre sehr cool, wenn ihr uns folgt, also den Abo-Button drücken und so. Ich weiß, das klingt immer doof, aber es ist mega wichtig, weil dann seid ihr immer up to date. Weil ihr habt es ja noch nicht gemacht. Du hast es bestimmt noch nicht gemacht. Und dann, du bist jetzt auch angesprochen tatsächlich. Mach doch mal was. Ganz ehrlich, wie sollen wir das denn alles machen, wenn du uns nicht mal folgst? Körpersprache ist sehr wichtig. Es ist immer super, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen und ihnen zu sagen, was sie machen sollen. Ich glaube, das funktioniert extrem gut insofern. Wir sind ja Veganer, wir wissen wie. Du, Vollidiot. Das ist das erste Rezept. Das erste Rezept sind die geilsten Kakao-Schokobällchen, die ihr in eurem Leben gegessen habt. Ja, also viele nennen sie auch Energy Balls, ne? Wieso denn, ganz ehrlich, sorry, wieso Energy Balls? Wieso, bist du dumm oder was? Bist du verblödet oder bist du verblödet? Was ist denn, das ist Kakao? Ja, warum was ist das? Ja, Energy oder was? Das ist Dattelsüß. Dattel, ja, purer Zucker. Wo also deswegen Energy. Energy. Ja, ja, Kohlenhydrate. Ja. Eine dumme Diskussion jetzt gerade. Ich kläre das jetzt mit dir vor der Kamera. Ja, 3 Rezepte unter 3 Minuten, 5 Diskussionen, die 20 Minuten dauern. Willkommen bei 5 Stunden. Schokoballs, Kakaoballs oder Energyballs? Du bist auch mit diesem ganzen Hype-Scheiß, weißt du? Egal. Pass auf, Kinder. Wir haben von Rapunzel, gibt es jetzt so Dattelpaste. Das sind einfach nur pürierte Datteln. Und die kann man halt ziemlich geil für sowas benutzen. Und kann man einfach super easy und schnell, hoffentlich, so Kügelchen, so in der Energy Balls draus machen. Es gibt sogar, die haben jetzt sogar auch, wie heißt die mal, Feigenmus, Feigendingsstotze haben die auch. Und das ist ziemlich cool, weil man halt echt schnell so Sachen draus machen kann. Ist das so? Ja, wir haben leider nur so wenig, weil Rapunzel gesagt hat, jetzt reicht's mal langsam. Ja. Auf jeden Fall ist es so, Leute, wir haben gesagt 3 Minuten und wir können ja so viel reden, wie wir wollen. Ich habe jetzt hier ein mobiles Endgerät hier und werde die 3 Minuten aufs Sekündchen tracken. Wir haben übrigens keine Ahnung, was die Mengen angeht, wir improvisieren das jetzt komplett. Ja, ne? Aber so machen wir es. Ja, ich wollte nur sagen, weil wir nur 3 Minuten haben. Wenn ihr wieder uns vollschreibt und so, lasst es. Hört auf. Nein, schreibt mal ruhig. Nein, doch, ja. Lass ein Kommi und ein Like da. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Hier, es geht los. Los! Los, 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 los. Wahrscheinlich wird das ziemlich easy. Wir müssen einfach nur diese Dattelpaste rein. Dattelpaste rein. Walnüsse rein oder Nüsse. Ihr könnt irgendwelche Nüsse nehmen, wir haben jetzt Walnüsse genommen. Ihr könnt auch, vor allem sind das hier schon Walnussstückchen, die sind schon zerkleinert. Das ist geil, aber wir zerkleinern sie trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Jetzt beruhigt dich doch, Ayosha, wir haben so viel Zeit. So, und dann haben... Ich hab keine Ahnung. Ja, das passt. So, und dann nehmen wir noch ein bisschen Kakao. Nein! Warum nicht? Bist du dumm? Warum? Du hast echt keine Ahnung, was wir hier machen, weil er nicht da reinkommt. No! No! Ich hätte ihn jetzt reingemacht, aber du sagst, man macht alles nach Gefühl und ich darf meinen Kakao dann nicht. Ganz viele Nüsse, glaube ich. Viele Nüsse? Mal gucken. Ja, können wir noch ein bisschen Dattelpaste reinmachen. Das fängt ja schon gut an hier. Ich glaube, es waren zu viele Nüsse. Müssen wir mal gucken. Gucken, wie sich das anfühlt hier. Die Sache ist, das sollten nicht zu viele Nüsse sein, weil dann passiert, dann könnt ihr keine Bälle daraus machen. Digga, damit können wir niemals Bällchen machen. Doch. Nein. Doch? Ja? Mach mal einen Kakao hier drauf, bitte. Kakao. Ja, ja, okay. Guckst du, Kinas. So. Geil. Und jetzt rollst du dir hier ein. Jetzt mache ich einfach nur so, ja. Ja, lass das, wow. Oh, fällt auseinander. So, mach ich noch einen. 2? Machen wir jetzt 2 Gerichte in 3 Minuten? Nee, 2 Bälle.
Zwei Energy Balls. Energy Balls. Brauchst du nicht mehr. Da ist doch noch genug. Ich weiß sicher nicht, wie viel die aufsaugen. Du weißt wirklich wenig in der Küche. Wie überlebst du eigentlich eingeständig? Halt doch dein Maul, halt doch so. Du hältst dein Schnauze. So, Kinders, das ist jetzt auch nicht so spannend, was ich hier gerade mache. Okay, soll ich schon? Ich mache jetzt schon mach hier. Mach Stopp. So, Leute. Du erzählst mir gar nichts. Das sind 1 Minute 57. Warum sagen wir 3 Minuten eigentlich, wenn wir so schnell sind? Ja, weil die nächsten Gerichte werden, glaube ich, etwas komplizierter. Das war super easy, aber wir wollten auch einfach nur mal zeigen, wie easy das geht. Wow. Und guck mal hier. Wow. Ihr könnt ein paar daraus machen, ihr könnt die mit zur Arbeit nehmen. Und das sind letztlich wirklich ja geile Zutaten. Das ist ja wirklich nur Dattelpaste-Dings und oben Kakao drauf. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Mm. Wow. Nein. Wow. Alter, das schmeckt nach Gourmet. So, das hat doch schon Spaß gemacht, Ayosha, nicht wahr? Zweites Rezept. Ich liebe es tatsächlich und alle meine Kollegen, die bei der Arbeit sind und mich entsprechend kennen, lieben den Duft von dem, was wir als nächstes machen, weil ich mache es echt super oft, wenn ich mega last minute für Nachtdienst oder irgend sowas machen muss, Bohnensalat. Achso, du redest über Essen. Ja, genau. Ich mache auf jeden Fall Bohnensalat, weil es einfach echt super easy ist, geht schnell und es ist gesund und ich mache immer noch ein bisschen was Frisches rein. Deswegen, die Zutaten sind total easy. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Ne? Das ist nur so, dass, wie ich das zur Arbeit mache. Paprika, weil super gesund, viel Vitamin C. Yeah, yeah. Mandelmus mache ich immer, weil ich das mit Balsamico mische und das geil finde. Fertige Bohnen. Hier ist, vor allem haben wir so einen schönen Bohnenmix von Rapunzel, weil ich das cool finde. Da sind verschiedene drin. Sehr cool. Finde ich cool. Bin in die Walnussstücke von eben, um mehr Walnuss zu verwerten. Und eine rote Zwiebel. What? Genau. Und wir haben jetzt natürlich wieder 3 Minuten Zeit, dieses Gericht vorzubereiten, zuzubereiten. Und ich nehme hier wieder das mobile Endgerät zur Hand. Ah, los! Okay, du schnabelst die Paprika. Schnabel die Paprika. Mach! Achso, da. Die ist doch noch nicht mal gewaschen. Ja, dann wasch sie. Muss ich die waschen? Digga, willst du mich fucking... So, ey, wir verlieren doch nur Zeit hier mit dem ganzen Kram, den du hier machst. Sieh nicht aus. Ja, dann sag das doch einfach. Das ist wirklich die Allerschlimmsten. So, 17 Sekunden schon, ne? Komm, ich mach's. So, ich wasch die Bohnen einmal so ein bisschen ab. Hier schneide ich raus. Sieht man das? Ich weiß es nicht, ist auch egal, ihr wisst ja, wie Bohnen aussehen. Jetzt mache ich ein bisschen Walnüsse da rein. Die sind schon ein bisschen zerkleinert, aber ich zerdrücke die noch mal so ein bisschen, weil ich mag das immer ganz gerne, wenn da noch irgendwie ein bisschen irgendwas Crunchiges drin ist. Ihr könnt auch Kürbiskerne. Rubis! Kürbis heißt ja eigentlich Rubiskerne. Rubis. Ja, komm. Ja, wir nehmen übrigens, weil wir das dritte Rezept hatten. Nein, machen wir bitte, Gordon. Was? Für das Rezept ist es okay, aber lass mal ein paar übrig. Weil wir ja, lass dich doch, aber wir müssen doch, muss doch trotzdem ein bisschen Paprika rein. Glaubst du, ich mache jetzt alles oder was? Balsamico! Du brüllst einfach nur die Sachen. Das stimmt echt. Ich weiß auch nicht, was ist irgendwie ein Problem, was ich habe. Ich fühle mich nicht gehört. Brauchst du irgendwas? Nee, ich fühle mich nicht gehört. Ich glaube, das ist das Problem. Wer keine Stimme hat, kann auch nicht gehört werden, sage ich immer. Ich habe aber eine Stimme. Du hast hier an dem Tisch keine Stimme. Ah! So, jetzt kommt der Mandelmus rein. Ich finde, das macht das ein bisschen cremiger und ein bisschen, das neutralisiert so ein bisschen die Säure. So, guck mal, ein bisschen noch. Boah, ich bin fertig schon. Ich hab fertig. Aber soll ich noch Zwiebel schneiden? Zwiebel wäre super, ja. Wir haben noch 1,5 Minuten, ne? 1,5, okay, alles klar. Ich glaube, das schaffen wir. Ja, normal. Das ist so einfach. Die ganzen Leute, die immer sagen, ah, hier, die Veganer, ne? Ich habe nicht so viel Zeit in der Küche und so. Wer hat nicht 3 Minuten Zeit? Wer hat nicht 3 Minuten Zeit da draußen? Pass auf, ich kipp das jetzt hier einfach drüber, die Soße. Dann mach das doch, dann können wir es vermengen. Genau, wir vermengen das gleich. Vermengen aus der Lameng. So, wir haben noch 1 Minute. 1 Minute noch. Wollen wir die ganze Zwiebel mitnehmen? Mach das ganze Gerät rein. Komm. Pfeffer. Zack. Bisschen Salz, weil ich finde, Balsamico muss... Das ist cool an Balsamico-Soßen, finde ich, dass die gar nicht mehr so krass nachgesalzen werden müssen. Oder? Weil das irgendwie schon so intensiv würzig schmeckt. Oder? Würzig. Komm, ich nehme das mal weg hier, räume schon mal auf ein bisschen. Wir haben ja noch 30 Sekunden, ich lasse mir Zeit hier. Im Grunde genommen ist es einfach nur zu schnibbeln und rein in den Topf. Das ist so einfach. Und das nehme ich mit zur Arbeit. Wo rein? Komm. Ja, wir haben noch eine halbe Minute. Ja, aber du musst es doch nicht ausreizen. Wir können doch auch coole Zeiten auf. Coole Zeiten. Rasieren hier. Wir rasieren coole Zeiten. So, jetzt nochmal vermengen. In 20 Minuten, Sekunden. 20 Minuten noch. Boah, geil. Okay, es sind tatsächlich sehr wenig Bohnen, hätten auch einfach 2, aber ist egal. Aber ich finde das gut. Vielleicht so. Zeit! Ja, ich habe jetzt ist mein Handy weg. War auf jeden Fall, guck nach, das waren 2 Minuten 50. Ja, ist alles real time. Ja. Ist. Habibi, mach auf. Okay. War gut?
Ja. Würde ich essen. Ich auch. Ich mache normalerweise ein bisschen mehr Bohnen rein und ich würde auch normalerweise ein Ticken Balsamico noch reinmachen. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall schon zählt als fertig. Ja, ist ja richtig gut. Ist ja richtig gut. Und das kann ich einfach hier in der Tupperbox oder so mitnehmen. Genau, Tupperbox und dann nehme ich das mal mit zur Arbeit. Und Balsamico riecht immer so ein bisschen beißend, wie ein abgestandener Furz. Und wenn man dann bei der Arbeit das aufmacht, dann freuen sich immer alle. Oh, irgendwas riecht hier. Ach, Joscha ist da. Sind ja auch Bohnen, ne? Ja, die machen Pups. Und hier heißt es ja, hier riecht es komisch. Mm. Wow. Mm. Wir haben das zweite Gericht in unter 3 Minuten komplett rasiert. Deutschland wird rasiert. Rasiert, Bruder. Von uns, Bruder. Wir rasieren der Real. Kann man so sagen. Richtig gut. Mir schmeckt's. Macht's gerne mal nach. Ich würde sagen, was? Vielleicht habt ihr auch noch Ideen für Rezepte unter 3 Minuten. Für uns, für die Zukunft. Ist das jetzt ein neues Format? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja. Haut mal was rein. Runter. In die Kommentare, ihr lieben Menschen da draußen. Drei! Rezept Nummer 3. Wir machen jetzt in 3 Minuten, in unter 3 Minuten, Wraps. Mit Tzatziki-Soße. Ich finde es mega geil. Ich gebe zu, dass ich die Tzatziki-Soße schon mal ausprobiert habe. Die finde ich echt geil und super easy. Alles, was ihr braucht, seht ihr hier. Also die Wraps haben wir, fairerweise muss man sagen, das zählen wir nicht zu den 3 Minuten dazu, kurz in den Ofen gepackt, weil wir die gerne warm hätten. Das ist aber nur Präferenz, muss ja nicht. Wir haben hier Räuchertofu, wir haben Paprika von eben, dann haben wir Mais, Sojaquark, Bohnen, weil wir es geil finden, da Bohnen reinzumachen und ein bisschen Rucola. Aber man kann ja das machen, wie man will. Das ist jetzt unsere Variante. Wir legen jetzt wieder... Bist du bereit? Ja. Los! Komm, mach jetzt! Los! Das ist nämlich das anspruchsvollste Rezept, was die Zeit, das Zeitmanagement angeht. Ah, anspruchsvoll, lalala. Ha! Hoch! So, ich schneide hier den Tofu schon mal. Sag mal, Leute, schreibt mal gerne in die Comments, was euer Lieblingstofu so ist. Habt ihr einen? Habt ihr einen, den wir unbedingt mal probieren sollen? Schreibt's gerne mal rein. Bah. So, das hört sich sehr gut an, was du da machst. Das muss da raus! Oh! Das war ein bisschen wie, wenn ich auf Toilette war und es mir nicht so gut geht. Unerwartet schnell raus. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Schön, dass man beim Essen über solche Themen reden kann. Ja, sehr gerne. Ich höre es mir auch gerne an und stelle es mir vor allem noch lieber vor. Ich bin ja auch jemand, der gerne in Scheiben schneidet, also so längs, weißt du? Ich habe so ein Raspelgerät hier übrigens. Ich weiß nicht, ob man das auch anders machen kann. Oh, Knoblauch haben wir vergessen hinzustellen. So, ich bin eigentlich fertig mit meinen Sachen. Dann mach mal die Bohnen und den Mais in den ins Sieb und wasch die. Gerne mache ich das. Ich habe das Gefühl, dass es... Von hinten sieht das sehr spannend aus, was du machst, muss ich ehrlich sagen. Aber nur von hinten. 1:18, wir müssen ein bisschen Gas geben. Okay, ich würde sagen... Okay. Okay? Okay. 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 So, Gurke. Oh. Zack. Jetzt kommt er. Und die Soße ist echt so easy. Oh, ich hab Sauerei gemacht. Nimmst du bitte was da drunter? Was soll ich machen? Da drunter nehmen. Warum? Irgendwas brauche ich noch. Ach ja, Knoblauch. Wir haben noch 1:15. Haben wir noch oder haben wir erst? Haben wir noch. Oh. Remaining. Knoblauch 10. Wo mache ich denn jetzt hier den ganzen... Ja, deswegen nimm dir oben einen Teller aus dem Ding raus, aus dem Gerät. So. Jetzt kommen da einfach Knoblauchzehen rein und ja, ich weiß, man soll die nicht pressen, ich presse die aber trotzdem, ist mir egal. Irgendjemand hat mir mal gesagt, man soll das nicht machen, weil das irgendwie den Geschmack verändert. Ich find's geil. Nervt nicht. Nervt nicht! 2:16, Gordon. 2:16! Ja, wir müssen den Wrap auch noch fertig machen, ne? Ja, aber also ich würde sagen 30 Minuten für Zubereitung. Jetzt mach mal was. Wir fangen mal an, einfach den Wrap zu machen. Ja, okay. Also wir haben hier, ich mach jetzt mal ein. So, da kommt jetzt noch Salz drauf. Noch 25 Sekunden. So, okay. Das schaffen wir. Siehst du, weil wir so getrödelt haben? Ja, weil du hast hier... Noch 15 Sekunden. Los, gib mal jetzt die Soße raus. Hast du alles drauf gemacht? Ja, ich alles drauf. Nein, meistens Bohnen fehlen noch. Ach so. Ey, was machst du denn? Gib das da rauf, Alter. Der geht doch niemals zu, dieser Rap. Mach doch jetzt, mach ihn zu. Noch 5 Sekunden. Fertig. Stopp. 2:59. So, und du kommst mir jetzt...
Du kommst mir jetzt nicht mit, das ist eher so ein, das ist ein Taco, oder? Was ist denn da so ein Tortilla? Also, guck dir das doch mal an, ist das nicht also geil? Also es sieht auf jeden Fall lecker. Wie findest du das? Gut. Das mache ich einfach so bei mir in die Tupperbox rein. Einfach in die Tupperbox. Ja genau, und dann kann man das, guck mal, ich zeige mal, wie man das isst. So, so. Ach. Mmh. Sieht gut aus. Mmh. 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 Ja. Mmh. Leute, auch wenn das ein bisschen chaotisch war, was ja jetzt nicht also komplett ungewöhnlich ist, muss man einfach sagen. Liegt an der Zeit auch, muss man einfach sagen. Liegt an der Zeit. Sagt mal ein paar Sachen. Erstens. Hat euch das Spaß, also findet ihr das cool, dass wir solche Sachen machen wie unter 3 Minuten, dass wir das nochmal machen sollen? Oder sagt ihr, nee, muss nicht sein, lieber ein vernünftiges Rezept? Vernünftig. Haben wir schon mal ein vernünftiges Rezept gemacht? Ich finde alle unsere Rezepte ehrlich gesagt vernünftig. Ich frage mich auch immer, wie wir das hinbekommen am Ende, aber ist auch egal, darum geht es jetzt nicht. Und ob ihr die Sachen nachmachen wollt, ob ihr Bock darauf habt und generell, wie es euch geht, was ihr heute so tragt. Genau. Und genau. Schreibt das mal in die Kommentare bitte rein. Es war für uns wieder ein Fest. Ich hoffe, dass irgendwas. Also, wir wollen ja nur zeigen, wie einfach das alles ist. Genau. Das ist das Ziel der Sache. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Und ich mache mir jetzt auf jeden Fall noch einen Rap und wünsche euch noch einen schönen Tag. Fühlt euch auf jeden Fall um die Nase gegruschelt. Danke an Rapunzel für die geilen Produkte. Für die milden Gaben. Und ja, bleibt so, wie ihr seid, Leute. Und viel Liebe geht raus an euch durch das Objektiv. Tschüss.